Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dungeon City 2. Ja, ich habe eigentlich bloß kurz das Spiel neu gestartet und also gespeichert, neu gestartet. Und wie ich erahnt habe, sind wir jetzt im Amalu und zwar direkt am Teleporter. Wusste gar nicht, dass ich den aktiviert habe. Wir sind, keine Ahnung, wo wir rausgekommen sind. Direkt. Hier wahrscheinlich. Hier ist wahrscheinlich das Portal, denke ich zumindest. Hier haben wir eine Menge zu tun. Ja, genau, hier ist das Portal. Wir können mal hier reingehen, hier ist eine Schenke. Vielleicht finden wir da ein Magier. Oh, hier haben wir ein grünes Ausrufezeichen. Roland. Lothar, spaziert hier frech umher wie ein freier Mann. Ihr gehört hinter Gitter. Ah, grüne Ausrufezeichen sehen wir jetzt. Sind abhängige Gespräche mit Gruppenmitgliedern, die man hat. Mehr. Ich habe nichts verbrochen. Das wisst ihr. Mehr. Lügner. Ihr nahmt meinen Goldumhang und habt ihn in einer Höhle im Wald versteckt. Mehr. Ihr seid der Lügner. Mehr. Ich sah euch mit meinen eigenen Augen. Mehr. Dann trügen euch eure Augen. Mehr. Ich wusste es. Ein Lügner und ein Dieb. Mehr. Das stimmt nicht. Ich beweise es. Ich finde euren kostbaren Umhang. Ich find's witzig, wie die zwei Personen miteinander reden und wir zwischendurch immer mehr. Finden? Ihr meint wohl zurückgeben? Mehr. Ich finde ihn. Und auch den Dieb. Mehr. Fort mit euch. Und wehe, ihr versucht noch etwas zu stehlen. Mehr. Ich gehe zu dieser Höhle und finde heraus, was geschehen ist. Entweder können wir wählen, keine Sorge, Lothar. Ich helfe dir dabei. Oder nicht jetzt, Lothar. Wir haben keine Zeit für Detektivspiele, wenn so viel auf dem Spiel steht. Wir nehmen das erst natürlich. Wenn wir zufällig Quests begegnen, können wir das machen. Oh, Amren. Derjenige hat uns beobachtet, wo wir letztens ja an der Küste waren. Wie gut, dass ihr den Angriff auf die Insel Graelin überlebtet. Ich wollte euch erschießen, doch eine Vision hielt mich davon ab. Ich würde mit euch ziehen, wenn ihr nur wollt. Und sehr hat natürlich Fernkämpfer Stufe 20. Meine Kleine hat natürlich ein bisschen mehr. Ich weiß nicht so recht. Das kann ich leider nicht schauen. Amren, der Abwesende, möchte mit mir ziehen. Wie sich die Dinge ändern. Vielleicht ein anderes Mal. Abwesend? Wenn ich nicht so häufig anwesend war, wie ihr es gerne gesehen hättet, dann mit gutem Grund. Es ist nicht weise, meine Hilfe auszuschlagen. Vielleicht solltet ihr es euch noch überlegen. Ich werde in der Schenke sein und auf euch warten. Kommen wir so zum Enden. Wir haben hier Gesundheit. Ja, wie soll ich sagen? Sie Stufe 23. Nervte mich sowieso schon immer ein bisschen. Gib mal deine Sachen hier alle weg. Kann ich eh nicht leiden. Machen wir sie mal nackig. Leider hat der natürlich dann Fähigkeiten. Da müssen wir schauen. Wieso hat sie denn so viel? 303. Ja, den einmal noch mit. Keine Ahnung, woher sie das hat. Zauberbuch nehmen wir auch nochmal mit. So. Und dann reden wir nochmal mit Amren und holen ihn einfach uns. Wie gut, dass ihr den Angriff auf die Insel Graelin überlebtet. Und ihr habt maximal erreicht, redet mit dem Schenkwirt. Eine Vision hielt mich davon ab. Abwesen? Schenkwirt, bist du das der? Dieser verfluchte Wald ist unser Erzmagier, haben unsere Häuser und sogar die Hälfte der Schenke geschleift. Aber sie haben immerhin meine guten Elbentropfen verfehlt. Es wird dauern, bis wir wieder normal leben können. Aber bis dahin gibt es wenigstens genug Wein für alle. Ein Glas euer Sommerweins wäre sehr willkommen. Danke. Sicher. Es ist immer schön, eine junge Person zu treffen, die eine feine örtliche Tradition zu schätzen weiß. Besonders in diesen Tagen der Düsternis. Setzt euch, trinkt etwas Wein und erzählt mir von euren Abenteuern. Was für eine Geschichte würdet ihr gern hören? Nun, lasst mich
überlegen. Erzählt mir davon, wie ihr den Seedämon erschlugt. Oh ja, der Seedämon. Nun, dieser Seedämon war gewaltig mit enormen Zähnen und 22 Augen. Ich hielt ihn für keine große Herausforderung, weshalb ich meine Rüstung vor dem Kampf ablegte. Also, das ist eine gute Geschichte, Melonamin. Meinen Dank und viel Glück bei eurem nächsten Abenteuer. Gut, Schenkwirt, hier. Das ist alles nur ein Albtraum. Wartet nur ab. Morgen erwachen wir alle zu Flötenspiel, das den Morgen begrüßt. Die Gäste werden gut ausgeruht und freigebig sein. Ich suche alte Gefährten. Gut. Können wir sie jetzt irgendwie reinziehen? Zufügen, freilassen. Nein. Können wir sie aus der Gruppe schließen? Früher gab es einen Button aus der Gruppe lassen. Ich will sie raushaben. Das ist alles nur ein Albtraum. Ich will gerne meine Gruppe grüßen. Aber laut Pakt der Kriegergilde könnt ihr ein fünftes Mitglied erst aufnehmen, wenn ihr ein echter Veteran seid. Okay. Das ist alles nur ein Albtraum. Ich suche alte Gruppenmitglieder. Achso, deswegen hat sie doch zusätzlich Lebenspunkte durch die Umarmung. So, wie können wir das machen? Zufuhr freilassen anzeigen. Können wir mit ihr reden? Nein. Das switchen wir. So. Kommentarbefehlsfenster. Komm schon. Hau einfach ab. Entfernen. Klapp nicht mal die Taste entfernen. Spezial. Kampfmagie, Naturmagie. Tier. Entlassen. Ja. Haben wir eine Schenke entlassen? Und wie gut, dass ihr den Angriff auf die Insel Greilich. Jetzt nehmen wir mit. Ich danke euch. Zuverlässige Kampf. Okay, sehr schön. Und was haben wir hier? Geschicklichkeit sieht gar nicht so schlecht aus. Ist einzigartig. Aber wir gehen mal mit unserem Esel hier ein bisschen zusätzlich. Falls du haben möchtest, kannst du dir noch überlegen. Haben wir hier gegen Eis? Und Amulett. So, der hat zwar eine Stufe weniger als die andere, aber die nervt mich ein bisschen. Deswegen haben wir jetzt einen anderen Mitbringsel. 7, 12, 12. Ja, lassen wir erstmal so. Was hat er für eine Waffe? 21? Nein. Hier. Fernkampf erforderlich 21. Dann nimm den erstmal noch für eine Weile. Gut. Damit haben wir ein bisschen jetzt was dazu geredet. Was haben wir hier? Gefahren lauern überall auf der Welt. Schenkt euer Vertrauen nicht dem Falschen. Können wir sie zum Betten? Können wir hier hochgehen? Scheint zumindest so. Auch wenn hier alles schon ein bisschen angekuckelt und angefackelt ist. Aber nee. Ist da jemand drin? Ne? Da ist auf jeden Fall was auf dem Tisch. Eine Geschichte. Warum nicht? Und hier? Nichts. Und da ist ein Geist. Cool. Gut, gehen wir runter. Ich würde sagen, wir haben uns genug hier in der Schenke erstmal aufgehalten. Wir gehen mal hier zum Quest. Hier haben wir einen Hafen oder so. Hier sind wir natürlich für Sachen für Einkaufen zuständig. Also wir laufen einfach mal Richtung Hafen.
Ja, also Hauptquest, nicht Hafen direkt, Hauptquest. Ah, da laufen wir falsch. Will du mit uns reden? Ich habe keine Zeit für Unterhaltungen. Wenn wir die Flamme nicht löschen können, ist Amanlu bei Sonnenuntergang zerstört. Ja. Soll mir vorläufig erstmal egal sein. Und wir laufen hier hoch. Okay. Willkommen. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Doch, wir müssen hier lang laufen. Auch hier rein. Und da haben wir ihn. Ihr seid zurück. Mr. Fried, ihr seid zurück. Heimkehr nicht wahr, Kind. Ist der junge Draven auch zurück? Draven ist tot. Sein Blut klebt an Waldes Händen. Viele haben dergleichen vermutet. Das Elbenherz spürt vieles dieser Art. Es wird seiner wohl gedacht werden. Dieses Spiel mit den Allianzen ist schrecklich. Ein Fehler und schon geschehen die schlimmsten Grausamkeiten. Ja, ich sehe, dass Waldis hier war. Warum hat er uns dies angetan? Selbst wenn wir ihn nie wirklich unterstützten, haben doch viele der Unsrigen in seinem Herrn gedient. Die Zeiten haben sich geändert, Kind. Ihr wart zu lange fort, um es zu erleben. Aber unsere Rolle in diesem Krieg ist nunmehr klein. Einst suchte Waldis unseren Rat. Nun ist er zu weit gegangen. Die Macht des Schwertes verzehrt ihn, seinen Verstand und seine Seele. Die Bande sind zertrennt. Nie wieder kommen die Helden den Wünschen eines Wahnsinnigen nach. Aus welchem Grund nur hat er uns diesen Unheil angetan? Vernunft findet bei Waldis nicht länger Gehör. Er verlangte die Reliquie, die wir seit Generationen in unserem Schrein bewahren. Selbst wenn er seine Stimme mit der Höflichkeit von einst erhoben hätte, hätte ich sie ihm nicht gegeben. Doch es war ohne Bedeutung, denn die Prinzessin hatte sie ihm bereits mitgenommen. Prinzessin Evangeline selbst war hier? Der Schrein unter eurem Heim? Ich dachte, jener Ort enthielt nur Dinge von Erinnerungswert, Andenken an der längst vergangenen Zeit. So ist es, Kind. Ihr habt sie nur um wenige Tage verfehlt. Es gab eine wertvolle Reliquie, wertvoller als alles Gold in Waldis Tempel. Jetzt, da sie fort ist, kann ich euch sagen, dass unser Schrein die Ägis des Todes enthielt. Hier? In unserer Stadt? Dann habt ihr von diesem Artefakt gehört? Ja, ich habe es gehört, dass es so genannt wird. Die Ägis sind Objekte großer Macht. Die Prinzessin bat uns inständig, das Unsrige herauszugeben. Sie wollte es in Sicherheit nach Schneebach heimbringen, wo die gesamte Garnison es bewacht. Dort schlägt das Herz des Widerstandes gegen Waldis Truppen. Die Ägis gibt ihnen vielleicht die Macht, seine Schreckensarmee zu vernichten. Ich konnte ihr das nicht ausschlagen. Ich verstehe. Ihr gabt sie ihr, doch um welchen Preis? Der Ort blieb schutzlos zurück, weil es Zorn ausgesetzt. In diesem Krieg geht es um mehr als um die Sicherheit einer Kleinstadt. Die Prinzessin und ihre Leibgarde verließen uns mit der Aegis vor 3 Tagen. Istarau, steh uns bei. Was hält Waldis davon ab, einfach hier die Karawane zu überfallen? Sie sind in Sicherheit. Vorerst. Ihr Aufenthaltsort wird durch einen Nebel vertuscht, den nicht einmal Amren durchdringen kann. Und auch wenn Waldis zur Burg reist, wird er doch einen anderen Weg nehmen. Ihre Hoheit wollte die alten Pfade nehmen durch die Wälder. Dennoch fürchte ich, dass die Aegis schon bald wieder in Gefahr ist. Waldis wird sie nicht bekommen. Ich werde die Karawane folgen, sicherstellen, dass das Ziel erreicht. Wie ich sehe, bewegen euch nicht mehr nur eure Wünsche. Ich bin stolz auf euch. Anscheinend hat sich nicht nur dieser Ort verändert.
Welchen Weg wählte die Prinzessin? Ich werde ihr sofort folgen. Sie nahm den Weg nach Süden, über die Brücke. Leider ist von der Brücke nicht mehr viel übrig. Wir waren kaum in der Lage, das Feuer davon abzuhalten, die Stadt zu vernichten. Diese Flammen löscht kein einfaches Wasser, fürchte ich. Lebt Fanala noch in Amalu? Vielleicht könnte er bei der Reparatur der Brücke kümmern. Sie war immer eine der Ersten, wenn es um solche Dinge ging. Ja, sie lebt noch immer hier. Finala könnte sich um diese Aufgabe kümmern. Doch sie ist schon beschäftigt. Sie beabsichtigt, zu den Elenlu-Inseln zu reisen. Sie möchte dort das Elbenprisma aktivieren, um so die Stadt zu retten. Ja, und nächstes Mal geht's weiter mit der Konversation und dann laufen wir einfach mal los. Dann vorher werde ich noch hier das Buch, was hier momentan rumsteht, aufsammeln. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ciao.